des gepflegten Let's Plays und herzlich willkommen zurück zu Let Us Play Bioshock. Ich heute mal probiert so ein bisschen zu streamen, zwar kein Bioshock, aber Brickforce und Minecraft und Don't Starve und es geht mal wieder völlig in die Hose. Wer sich dafür interessiert, Griesbrauch mal live spielen zu sehen, einfach auf www.twitch.tv/griesbrauchlp. Da solltet ihr mich finden und auch schon die vorherigen Let's Plays sehen können. Sehr gestreamt, wie gesagt, Minecraft minimal, Brickforce minimal, ein bisschen Don't Starve. Und WoW. Ich glaube an keinen Gott, keinen Unsinn. Moment mal. Barren Mann im Himmel. Doch es gibt etwas, das mächtiger ist als jeder von uns. Ein Zusammenwirken all unserer Bemühungen. Eine große, unermüdliche Macht der Produktion, die uns vereint. Aber diese Macht ist nur dann eine Kette, die die Gesellschaft in die richtige Richtung zieht, wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen. Keine Regierung kann diese Macht lenken, an dieser großen Kette ziehen. Dazu ist sie zu gewaltig und zu geheimnisvoll. Jeder, der etwas anderes behauptet, will dir entweder in die Tasche greifen oder er hält dir eine Waffe an den Kopf. Wir haben die Kugel im letzten Part gleich benutzt, oder? Ah. Nach Fort Frolic müssen wir bestimmt. Heißt das mit den Elevator hier gerade, dass wir schon die Hälfte durch haben? Bald sollte es auch schon blind werden. Ryan Merz, Schmugglerin. Schmugglerring aus. Fontaine und Schläger bei Schusswechsel getötet. Speicherfang läuft. Bitte das Gerät nicht abschalten. Rapture Metro. Fort Frolic. So, das ist hier unsere schöne Kugel. Du bist fast da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist davon. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohn, er ist wirklich ein totaler Psychopath. Objekte anfertigen. Fallenbolzen. Nee, das brauchen wir alles nicht. Symblutdurst. Du erhältst eine kleine Menge so naiv, wenn du Schaden mit der Rotzange zufügst. Hackerst du leider nicht. Ich glaube, die Scheiben waren gesichert mit dem Alarm, aber ich bin eh voll. Deswegen brauchen wir das eh nicht zu überprüfen. Boah, hier schmiede überall Geräusche, ey. Das ist schrecklich. So, Tür auf. Und bei Tauchkugel. Was passiert jetzt? Ah, die Statue kenne ich doch noch. Sender. Finde Sander Cohn. Also, ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt, ob du nur ein weiterer Nachzügler bist. Oder vielleicht etwas Besseres. Das weiß, weil es erhöht der Schaden plus plus. Wo hast du studiert?
Komm her. Bei dem da kann ich den Malzessig riechen. Ich warte schon lange darauf, dass mal was Leckeres vorbeikommt. Aber die, die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Tölpel und Volltrottel. Oh, wo sind nur meine Manieren? Komm rein, komm rein! Sander Cohn erwartet dich in der Fleet Hall. Der gute Empires of... Na, bin sofort wieder. So. Entschuldigung, immer wenn mir wer ein ICQ schreibt, werde ich aus dem Vollbildmodus rausgeschmissen. Das ist natürlich uncool. So. Der gute Empire of Happiness TV hat mir gesagt, dass man die Dinger an der Wand auch rausziehen kann. Die Bienen hauen wir mal weg. Dafür packen wir Telekinese rein. Und zwar mit Telekinese. Weswegen ich gerade Telekinese reingepackt habe. Ah, aber damit kann man sie nur neu anordnen. Braucht man mehr Muni, ey. Eine einzige. Gut. Ich bleibe nochmal kurz bei Schrot. So, stohlen. Nicht genug Geld. Auch hier dran kann ich mich noch nur zu gut erinnern. Willkommen in Fort Frolic. Dass das noch so hält, eigentlich müsste das gesamte Ding zusammenbrechen. Du brauchst mir nicht dafür zu danken, dass ich die Übertragung dieser Rüpel, Atlas und Ryan unterbrochen habe. Lass sie nur streiten. Ein Künstler, ja, ein Künstler weiß, es gibt fruchtbareren Boden zu bestellen. Du ja. Zum Beispiel. Ich teste dich, kleine Motte. Aber nicht ohne Grund. Ich prüfe alle meine Anhänger. Einige strahlen wie Galaxien und andere verbrennen. Wie eine Motte im Feuer. Nun komm. Komm in mein Zuhause. Soll ich denn hin? Hier nach oben? Okay. Also die Stelle hier habe ich noch gemacht. Viel weiter habe ich dann aber auch damals nicht mehr in Let's Play, glaube ich. Werde ich aber schon früh genug merken. Ich sag euch dann, ab wann ich es nicht mehr kenne. Habe ich da ein Sicherheitssystem? Jo. Muss vorsichtig sein. Und Kasse plündern, wenn er was drin wäre. Ich will ja nicht lang. Muss ich auch gar nicht. Hä? Hast du dich so ein Fahrstuhl benutzt, Norbert? Ey, soll ich vielleicht mal mehr mit der Rohrzange arbeiten? Ah. Damit wir ein bisschen weniger. Nein.
aus. Ruhe. Das TNT auf mich. Ich versuch's ja, bitte. Noch einmal, junger Fitzpatrick. Ich kann hier nicht springen. Komm ich dann an das Fass dran? Nein! Cohen, du krankes Arschloch, lass mich hier raus! Warte. Wieder oben rankommen. Auf was wartest du? Fitzpatrick kann die Pose doch nicht ewig halten. Neues Tonikum, Alarm Expert. Alarm Expert, das neue Gentonikum ist entschärft Alarmschaltung und Sicherheitssystem mit Hilfe der elektrochemischen Zusammensetzung des Körpers. Probiere sie aus. Nö. Ich wusste vorher übrigens nicht. Na, oh, jetzt kriege ich mein Telefon, ey. Komm zurück! Ich halte mal! Ich kann gerade leider nicht ans Telefon gehen. Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Sehr schlaf. In mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Möchte ich denn mit dir zusammenarbeiten? Ich glaube nicht, oder? Bin mir da nicht so ganz sicher. Wir erkunden hier erstmal alles. Ich dachte gerade, er wäre ein Tagebuch, aber nein. Cool, nehmen wir immer gerne mit. Okay. Unten wartet doch bestimmt irgendwas auf uns. Nee, doch nicht. Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Motte. Du hast deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich! Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Na ja, geh mich auf den Sack. Das habe ich nicht.